Wir analysieren die Eigenschaften der Operationen Plus und Mal in der Menge R. Schauen wir zuerst für die Operation Plus. Eine erste Eigenschaft sagt aus, für egal welche reelle Zahlen R und S gilt, R plus S ist ebenfalls eine reelle Zahl. Bei der zweiten Eigenschaft brauchen wir drei beliebige reelle Zahlen, R, S und T. Für die gilt, R plus S plus T ist dasselbe wie R plus S plus T. Was heißt, ob wir jetzt zuerst diese zwei Zahlen addieren und dann noch T zu dieser Summe addieren, oder ob wir zu R die Summe dieser zwei Zahlen addieren. Das ergibt dieselbe Antwort. Die Eigenschaft sagt also aus, dass man diese Klammern nach rechts verschieben kann. Und diese Eigenschaft von Klammern verschieben dürfen, nennt der Mathematiker die Assoziativität. Dritte Eigenschaft. Für egal welche reelle Zahl R gilt, R plus diese besondere Zahl 0 ist genau R. Ob man die 0 rechts oder links von R addiert, spielt keine Rolle. Wenn also die 0 addiert wird, dann ändert das nichts an dieser Zahl. Aus dem Grund nennt man die 0 das neutrale Element der Addition in der Menge R. Eigenschaft 4. Für egal welche reelle Zahl gibt es die entgegengesetzte reelle Zahl, sodass die Zahl R plus ihr Gegenwert ergibt das neutrale Element der Addition. Ob man die Gegenzahl jetzt rechts von R oder links von R addiert, das spielt keine Rolle. Eigenschaft 5 besagt, für zwei beliebige reelle Zahlen R und S gilt, R plus S ist dasselbe wie S plus R. Man darf diese zwei Zahlen also vertauschen. Diese Eigenschaft nennt man die Kommutativität der Addition in der Menge R. Wenn eine Menge R versehen ist mit einer Operation, R plus, und diese sechs Eigenschaften aufweist, dann sagt der Mathematiker, R plus sei eine kommutative Gruppe. Ist die Kommutativität nicht vorhanden, dann sagt man, R plus sei eine Gruppe. Schauen wir jetzt für die Multiplikation. Zuerst einmal, für zwei beliebige reelle Zahlen, R und S, gilt, R mal S ist ebenfalls eine reelle Zahl. Eigenschaft, die genauso aussieht wie da, nur da war es für Plus und hier ist es jetzt für Mal. Dann schauen wir die Assoziativität. Ja, für drei beliebige reelle Zahlen R, S und T gilt R mal S mal T gleich R mal S mal T. Auch hier dürfen wir die Klammern verschieben. Also ist die Multiplikation in der Menge R assoziativ. Neutrales Element. Für egal welche reelle Zahl R gilt, diese Zahl R mal 1, das ist diese Zahl R. Ob die 1 jetzt rechts multipliziert oder links multipliziert, spielt keine Rolle. Es ergibt die Zahl R. Und somit ist die 1 das neutrale Element der Multiplikation in der Menge R. Schauen wir diese Eigenschaft für die Multiplikation. Für egal welche reelle Zahl R gibt es den Kehrwert, Vorsicht, aber nicht für 0. Also nochmal, für egal welche reelle Zahl, verschieden von 0, gibt es den Kehrwert, der immer noch eine reelle Zahl ist, sodass R mal Kehrwert das neutrale Element der Multiplikation ergibt.
ob der Kehrwert jetzt rechts von der Zahl oder links von der Zahl multipliziert, spielt keine Rolle. Die Kommutativität für die Multiplikation in R ist selbstverständlich auch vorhanden. Für zwei beliebige reelle Zahlen R und S gilt, R mal S ist S mal R. Wir haben also hier genau dieselben Eigenschaften wie da. Nur gelten die hier nicht für die ganze Menge R, sondern für die Menge R0, da die 0 hier ausgeschlossen werden musste. Und somit ist R0 mal eine kommutative Gruppe. Jetzt vermischen wir Addition mit Multiplikation. In Eigenschaft 11 steht, für egal welche reelle Zahl gilt, R mal, wir sind also bei der Multiplikation, die 0, das heißt das neutrale Element der Addition, ergibt dieses neutrale Element der Addition. Es sieht hier wirklich so aus, als würde die 0, wenn sie egal welche reelle Zahl multipliziert, diese reelle Zahl vertilgen. Wenn 0 multipliziert, vertilgt die 0 jede reelle Zahl. Aus dem Grund sagt man, 0 sei das vertilgende Element der Multiplikation in der Menge R. Die letzte Eigenschaft 12 besagt, für drei beliebige reelle Zahlen R, S und T gilt R mal S plus T. Das ist R mal S plus R mal T. Das R, das hier vor der Klammer multipliziert, das wird verteilt auf die zwei Zahlen, die in der Klammer addiert werden. So sieht's wirklich aus. Man redet dann von der Verteilbarkeit der Multiplikation gegenüber der Addition, aber der Fachbegriff heißt, die Multiplikation sei distributiv gegenüber der Zahlenaddition. Falls eine Menge wie hier R versehen mit zwei Operationen plus und mal hier all diese Eigenschaften aufweist, so sagt man, R0 plus mal sei ein Körper.